Sehr schön. Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Ja, da war ich schon. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. Va bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Okay, Vordertür. Anschließend. Ach, okay, jetzt wird mir vorgegeben, wo ich hin muss. Also, was denkt ihr? So werden wir nicht hinein. Nee. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Ach so, das war nur so zur Erkundung. Ups. Entschuldigung. Ups, heilen wollte ich mich zwar eigentlich nicht, aber gut, habe ich jetzt gemacht. Ich will die da töten irgendwie. So, nächstes Ziel. Hopp. Nein, werde ich nicht. Werde ich nicht. So, hier muss ich hoch. Plündern. Na los, komm, Antonio. Bist doch wohl ein bisschen fitter als die meisten hier. Hoffentlich bin ich hier oben auch richtig. Ja, bin ich. Na los, komm. Alter, ist das ein Idiot? Wie unnötig. Naja. Genießen wir ein klein wenig die Aussicht. Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Oh, da kann ich gleich hier mal... Jawoll! Bekanntheitsgrad mal eben um 75% gesenkt. Naja, braucht ein bisschen länger. Alter, was macht der denn da? Ist der irgendwie dämlich? Oder ist das Absicht? Geht doch. Komm, Trottel. Idiota. So, und natürlich ist es das, was ich schon wusste. Man kann die eine Seite hier erklimmen an der Rückseite. Die eine Seite an der Rückseite, das ist mal wieder grandios ausgedrückt. Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. Ja. Sollen wir? Voll der Umweg. Ich will wetten, ich bin erst da oben. Ach ja, Antonio hat's nicht ganz so drauf. Ach ja, genau. Da ist ja noch was. Da kommen wir nicht ran. Oder vielleicht doch. Wer weiß. Wer weiß. Oh! Au. Ezio, seht. Ist er das nicht? Grimaldi! Grimaldi! Ihr nicht, was ich euch anbiete, Signore. Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Hm? Ihr wagt es? Verzeiht. Ich wollte wirklich nicht. Ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Es ist unmöglich. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja. Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, dass Leonardo bereits bei der Reise hierher nach... Valencia, will ich sagen. Venedig. Auf der Reise nach Venedig gesagt hat, ich konnte es nicht dalassen. Ich habe herausgefunden, wie Menschen fliegen können. Vögel können fliegen
Und wenn Menschen fliegen könnten, könnte man reinkommen. So ist der Plan. Mal sehen, wie es in der Praxis aussieht. So, ups, Entschuldigung. Da habe ich voll eine verpasst. Hoffentlich hast du schon deinen Frieden. Exzessives Trinken am Ruder. Das ist wie besoffen Autofahren. Nur halt Boot fahren. In Venedig. Geil. Ah, wir müssen noch ganz auf die andere Seite, ne? Und voll aufs Boot. Das ist ja witzig gewesen. Also nicht für ihn, aber es wäre ganz witzig anzuschauen gewesen. Ach, Leonardo, warum musst du am anderen Stadtende wohnen? Kommt, Freunde. Ich habe heute frisch Danke fürs Mitnehmen, Kumpel. Und wir sind da. Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert's? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell, eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Hier! Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Tja, dann testen wir mal Leonardos Flugmaschine. Also, wie funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Okay. Viel Glück, Ezio. Haha, danke. Scheiße, ey. Direkt abgeschmiert hier. Tja. Geil. Auch nicht schlecht. Flucht. Ich kann nicht glauben. Ja, 3 Meter oder direkt gegen eine Wand. Aber nicht sehr weit. Nee, nicht wirklich. Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Es ist eher ein Gleiten. Lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein... Ezio di merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee. Geistesblitz. Heureka, natürlich. Genial. Was macht er jetzt? Hitze. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. Ein Dutzend in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Wie? Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun. Aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Okidoki, um die Wachen kümmern, damit Antonios Männer die Feuer entzünden können, die der Flugmaschine Auftrieb verleihen. Und somit können wir dann fliegen. Aber erstmal werden die Wachen jetzt erledigt. Oh, cool, 19, nicht schlecht. Sind hier alle doch etwas reicher? Double Kill. Hopp, hopp. Auch mit dir. Ja.
Finde ich ja interessant, dass ich einfach so an den Wachen... Oh, fuck. Ach, du Scheiße. Ein paar Zentimeter daneben und sofort knack. Ein eigentlich tödlicher Sturz. Schöner Bauchklatscher. Alter, das sind aber noch einige Wachen. Aber auch die haben keine Schnitte gegen uns und sind gleich erledigt. Wenn ich wieder das Essen verpasse. Ja, ich glaube, du wirst es verpassen, Junge. Tut mir ja leid. Ich werde mich einfach um deine Frau kümmern. Ah, er hat Sand von dem Boot. Alter, die mal mit ihrem scheiß Hammer. Die gehen mir voll auf den Sack. Na und? Jawohl. So läuft das hier. Oh, ey. Hackecke. Noch ein bisschen langweilig den erledigt. Bam. Alter Mann. Alter, jetzt verreckt doch endlich. Scheiße. Selbst schuld, Idiota. Einmal alles reparieren. Rüstung gibt's nichts Neues. Oh, doch. Missiglas. Alles klar, das heißt, ich muss gleich nochmal wieder zurück nach Monteregioni. Gibt's denn auch neue Waffen? Mhm. Schiavona. Alles klar, kleine Waffen will ich natürlich die gekappte Ochsen. Die hole ich mir jetzt einfach. Zack, habe ich noch 9. So, wo haben wir denn? Da haben wir es. Benutzen wir das doch mal ein bisschen. Was? Aus welchem gottverdammten Loch bist du gekommen? Oh ja, das hat's drauf. Ah, verdammt. Na los, komm. Na los! Ey! Großer. Alter, den habe ich aber auch unterdrückt, den Großen. Der schluckt einfach nur so viel. Ja. So, der ist auch erledigt. Und wenn wir schon mal hier sind, würde ich sagen... Plündern wir das mal, damit wir auch überhaupt Geld haben, um nach Monteregioni zurückzukehren.
Ja.